Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute ein Video dabei, wo wir ein bisschen das ewig polarisierende Thema Goldspam behandeln werden. Ich habe für euch dafür mitgebracht zwei Runden im T103, um nochmal ein bisschen Gameplay mit diesem Panzer zu zeigen. Einfach aus zwei Gründen. Erstens ist das einer der Panzer zusammen mit dem Patriot, die ich für Free-to-Play-Player empfehle. Einfach weil ihr den für 8000 Anleihen im Anleihen-Shop bekommen könnt. Also ihr müsst tendenziell dafür kein Geld bezahlen, wenn ihr 8000 Anleihen euch zusammengespielt habt. Ich bin der Meinung, es ist eine wahnsinnig gute Investition, weil das einer der Go-To-Panzer mittlerweile für mich ist, auch wenn es ums Credit-Verdienen geht. Ihr habt 258 Durchschlag auf der Standard-AP, 440 Schaden. Der Panzerung hat eine relativ brauchbare Turmpanzerung, der TD hat einen drehbaren Turm, ist zwar unglaublich hässlich, aber alles in allem, denke ich, werden auch die beiden Replays zeigen, dass er eine unglaublich gute Feuerkraft hat. Die Kanone ist manchmal ein bisschen trollig, aber ihr habt, wie gesagt, eine extrem gute DPM. Ihr habt eine gute Turmpanzerung, ihr habt eine gute Gun Depression. Ihr seid zwar ein riesen Klotzkoffer, aber die Kanone haut rein. Und zusätzlich gibt es den Panzer auch derzeit für unschlagbare 21 Euro im Premium-Shop. Also für die Leute, die jetzt nicht unbedingt 100% Free-to-Play unterwegs sind, vielleicht auch eine Idee. Wenn man das mal so mit den gängigen Preisen auf die 8 vergleicht, ist das, da muss ich erstmal dreimal gucken. Also, nur mal als Beispiel, ich hatte eben den Premiumladen auf, den Bisonte gibt es für 37 Euro, die Lorraine auch für 37 Euro. Da ist das schon ein echter Schnapper, der T103, und läuft bei, glaube ich, vielen unter dem Radar. Ich hatte ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, aber unterm Strich müsst ihr kein Geld dafür ausgeben, weil ihr könnt ihn auch im Anleihen-Shop für 8000 Anleihen euch besorgen. Das ist zum Beispiel einer der Panzer, mit denen ich mir den Premium-Spam oder den Gold-Spam, wie das ja viele sagen, finanziere. Jetzt ist es so, und das verstehen viele der Ewiggestrigen nicht, aber das verstehen auch viele Leute nicht, die anfangen mit World of Tanks oder die immer gerne Super-Heavies fahren und sich dann wundern, dass sie von Leuten mit der Premium-Munition oder der, ja, sie wird ja auch immer noch Gold im Spiel angezeigt, der Premium-Munition durchschlagen werden und sich dann sind dann der Meinung, dass sie in einem Super Heavy sitzen und es darf nicht angehen, dass sie frontal von einem Medium oder einem Panzer einer niedrigeren Stufe penetriert werden können. Jetzt ist es aber so, dass dieses Spiel schon mindestens seit 4 Jahren, sogar noch länger, um die Premium-Munition herum gebalanced ist. Und alles, was so neu eingeführt worden ist, ist eigentlich auch dementsprechend stark gepanzert. Also nehmen wir nur mal die neueste Reihe, die Reihe der italienischen TDs, Minotauro etc. Die sind so stark gepanzert, dass man sie frontal tatsächlich fast nur mit Premium-Munition durchschlagen kann. Und auf vielen Karten gibt es auch keine Option, dann irgendwie ein wildes Flankiermanöver zu starten. Type 5 ist immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, aber auch der Type 4 Heavy. Dann bei den Japanern. Die Panzerung ist so konzipiert, ist ähnlich wie bei der Maus, mit Standardmunition fast nicht zu durchschlagen frontal. Und wenn das dann auch noch einigermaßen brauchbar angewinkelt ist, dann ist mit Standardmunition ganz, ganz schnell Ende. Ja, es gibt ein, zwei Weak Spots, aber auch die sind zwischen 260 und 280 mm dick. Die Durchschlagskraft muss man erstmal haben. Wenn man dann aber auf die 2 drückt, in vielen Fällen geht es durch wie Butter. Ist natürlich dann ärgerlich für die Leute, die sich am Type 5 erfreuen oder die Leute, die sich an der Maus erfreuen. Auf der anderen Seite, wenn es Möglichkeiten gibt, diese Fahrzeuge zu bekämpfen, dann denke ich, ist es auch völlig legitim, das zu nutzen. Es gibt auch auf anderen Tierstufen genug Beispiele, wo man sagen kann, das Ganze ist mittlerweile schon längst um die Premium-Munition herum gebalanced. Nehmen wir mal sowas wie einen Defender, einen 7032. Die Fahrzeuge haben eigentlich alle genug Panzerung, um auch richtig angewinkelt Premium-Munition zu widerstehen. Und auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, auch vom Gameplay her so, dass man jetzt nicht unbedingt immer die Karte spielen kann. Ich darf alles bouncen und die anderen sollen immer an mir scheitern und ich mache dafür dann meinen Schaden und hau die Leute weg. Gestern war bei mir zum Beispiel im Stream Panzerwunsch-Stream, und Panzerwunsch-Stream ist häufig so, dass sich viele Leute dann eher Tier 9 und Tier 10 wünschen. Einfach, weil sie natürlich auch gucken wollen, hey, ich grinde gerade auf die Linie, wie ist der 9er, wie ist der 10er? Und ich fahre viele meiner 9er und auch viele meiner, oder fast alle meiner 10er, mit einer gehörigen Portion Premium-Munition, wenn nicht sogar bei einigen, wie zum Beispiel dem Leopard 1,
oder dem AMX 50B komplett mit Premium-Munition. Ich weiß, das stößt einigen immer sauer auf, aber ich stehe auf dem Standpunkt, es gibt genug Möglichkeiten, sich das in unteren Stufen zu verdienen. Hier ist euer Beispiel, Tier 103. Ja, der ist in meinen Augen ein wahnsinnig guter Credit Maker, auch für Free-to-Play-Player. Und wenn ich dann in den höheren stufigen Bereich will, dann möchte ich da nicht sparen. Ja, dann bin ich kein Sparfuchs und die Ökonomie in World of Tanks ist sowieso so, dass ihr eigentlich ab Tier 8, selbst wenn ihr sehr sparsam seid, kaum noch Plus macht, außer mit den Premium-Fahrzeugen. In unteren Stufen ist das nochmal was anderes. 7er, 6er, 5er, die kann man alle hervorragend fahren und macht da auch noch gleichzeitig beim Grind und beim normalen Spielen Plus mit. Ab Tier 8 wird das mit den Reparaturkosten und den Munitionskosten halt so, dass man das sich nicht mehr unbedingt leisten kann. Aber man muss fairerweise Wargaming zugute halten, dass sie es auch Free-to-Play-Playern mittlerweile ermöglicht haben, durch Missionen, durch Events unglaublich viel nicht nur an Credits zu verdienen und an Anleihen, sondern es gibt auch Premium-Tage zu verdienen. Als ich mit meinem Free-to-Play-Account angefangen habe, hatte ich, glaube ich, nach einer Woche schon über 20 Premium-Spieltage, einfach weil es so viele Events gab, die das ermöglicht haben. Und wenn ihr dann euch noch eine Zeit lang damit beschäftigt, Anleihen zu verdienen, um euch dann entweder sowas hier oder einen Patriot in die Garage zu stellen, um damit dann eure Credits zu verdienen, dann solltet ihr eigentlich niemals ein Problem haben an Creditmangel zu leiden. Und auf der anderen Seite macht es aber auch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, 100 Millionen oder 200 Millionen Credits auf der hohen Kante zu haben. Es sei denn, ihr seid jetzt darauf aus, dass im Schwarzmarkt irgendwann mal ein Panzer kommt, den ihr unbedingt haben wollt und der dann für eine Credit-Auktion drin ist. Dann ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Dann kann man ja auch sagen, ja okay, dann habt ihr genug Credits, um da überteuert mitzubieten und andere auszustechen. Aber ansonsten, wo ist der Sinn in World of Tanks, Millionen von Credits auf seinem Account zu haben und dafür dann in den Runden an der Premium-Munition zu sparen, im Zweifel häufiger, viel häufiger zu bouncen als unbedingt nötig. Also in meiner Welt ergibt das irgendwie überhaupt gar keinen Sinn und ich möchte dann lieber in den Gefechten nicht auf 50-50-Shots angewiesen sein, sondern ich drücke dann auf die 2 und bin mir sicher, dass ich den Schuss dann auch durchschlagen kann. Und selbst mit Premium-Munition gibt es ja genug Situationen, wo es dann immer noch eine 50-50-Geschichte ist oder ihr zum Beispiel dann nicht bounce. Ich denke da zum Beispiel an einen EN-100 oder an einen angewinkelten Mausturm. Da ist auch mit der Premium-Munition, selbst wenn ihr selber im 10er sitzt, nicht immer ein automatischer Pen garantiert. Also, dieses ganze Thema Premium-Munition wird in meinen Augen immer viel zu heiß gekocht und die Leute, die sich darüber beschweren, sind in der Regel die Leute, die nicht bereit sind, sich auf das Spiel einzulassen und wie gesagt, sind auch häufig Ewiggestrige oder Leute, die der Meinung sind, ein Super Heavy muss unbesiegbar sein. Stellt euch das nur mal vor, es gäbe wirklich dann genug Panzer, die undurchschlagbar wären, weil es keine Munition gibt, die die besiegen kann, dann ist das Spielerlebnis auch so eine Sache. Ihr sitzt dann in eurem tollen Super Heavy und keiner kann euch penetrieren, ihr könnt niemanden penetrieren und am Ende läuft es dann auf immer einen Draw hinaus, weil natürlich auch dann andere auf dieses Pferd aufspringen würden und natürlich auch dann nur noch Panzer fahren würden, die man nicht durchschlagen kann. Ja, und dann gibt es ja auch gerne noch die Leute, die dann mit der Realismuskeule kommen, aber wir sehen es ja gerade im Ukraine-Krieg, es reicht heutzutage schon sowas wie eine Javelin, ein tragbares Infanteriegerät, ein Panzerabwehrgerät, was quasi ein Ein-Mann-Trupp bewegen kann und das reicht, um heutzutage jeden modernen Kampfpanzer dieser Welt zu durchschlagen und auszuschalten. Und auch so größenwahnsinnig gewordene Projekte wie die Maus seinerzeit wären einfach Opfer der alliierten Luftwaffe geworden. Die wären dann nicht von Infanterie ausgeschaltet worden, aber die hätten entweder Selbstaufgabe, weil keine Brücke und vieles Gelände gar nicht gangbar gewesen wäre, entweder den Panzer selbst aufgeben müssen, die Besatzung, oder wären von der feindlichen Luftwaffe aufs Korn genommen worden. Also von daher auch dieser Punkt mit Realismus ist dann in meinen Augen ein bisschen zu weit gegriffen. World of Tanks ist jetzt ein Panzerspiel, hier gibt es keine Infanterie, hier gibt es keine Luftwaffe, aber im Verbund der Waffensysteme wären dann auch solche
Panzer ehrlicherweise eher Opferpanzer gewesen. Deswegen ist es auch nicht unrealistisch, dass ihr heutzutage in World of Tanks mit sowas wie einer Maus, mit sowas wie einem E100 oder einem Type 5 Heavy einfach HP Pinatas seid. So traurig das auch ist, aber so ist es halt und so ist es eigentlich in meinen Augen auch korrekt dargestellt, weil nicht umsonst hat sich die Bundeswehr auch bei ihrer Neuaufstellung für das Leopard-System entschieden. Ein System, was nicht auf Panzerung setzt, sondern auf Mobilität und Feuerkraft. Und das waren Lessons learned, Erfahrungsberichte aus dem Zweiten Weltkrieg von erfahrenen Panzerkommandanten, die dann ihre Memoiren geschrieben haben, die quasi ihre Erfahrungen zusammengetragen haben und die dann gesagt haben, ja, die ganze Panzerung hat nichts gebracht. Die Systeme waren viel zu wartungsintensiv für viele Schlachten, wie zum Beispiel die Ardennen-Offensive, waren Panzer wie der Tiger II völlig ungeeignet, weil sie zu schwer waren, weil sie im Schlamm stecken geblieben sind. Und nur die wenigsten dieser Fahrzeuge sind dann wirklich durch Feindbeschuss ausgefallen, sondern hatten entweder keinen Treibstoff mehr oder mussten von der Crew zerstört werden, weil sie einfach in dem schlammigen Gelände der Ardennen stecken geblieben sind. Also von daher auch das ehrlicherweise in World of Tanks relativ realistisch abgebildet, auch wenn wir hier natürlich einen Strukturpunktekampf haben. Wer Realistic Battles will, der muss dann zu sowas wie War Thunder wechseln, aber auch da ist es eher so, Feuerkraft und Mobilität ist deutlich besser zu spielen als jetzt fette Panzerung und unmobil, weil ihr, wie gesagt, in War Thunder ist es noch bitterer eigentlich, weil ihr da dann mit einem Schuss meistens raus seid. Hier in World of Tanks kann man zumindest auch mit solchen fetten Panzern noch ein bisschen was machen, aufgrund des HP-Systems und weil ihr natürlich mit so einem Panzer wie der Maus oder einem Type 5 sportlich über die 3000 HP kommt. Ihr seid also in der Lage, euch einiges einzustecken. Kommen wir mal wieder den ganzen Bogen zurück zu der Premium-Munition. Sie ist im Spiel und ob es euch passt oder nicht, kann sie jeder nutzen. Es ist auch schon seitdem ich angefangen habe, und das ist 2014 gewesen, so gewesen, dass man keine Premium-Munition mehr für Gold kaufen musste. Es war noch 2 Jahre lang so, dass ihr euch entscheiden konntet, ob ihr jetzt diese Munition für Credits oder Gold kaufen. Da gab es immer so ein Dropdown-Menü und wenn man dumm war, hat man aus Versehen das Gold, das war nämlich leider immer voreingestellt, stehen lassen und hat die Credits nicht ausgewählt und hat dann sinnlos Gold verloren. Wenn man dann aufgepasst hat, ist einem das dann in dem Bericht aufgefallen, aber auch das gibt es schon lange nicht mehr. Also seitdem ich angefangen habe zu spielen 2014, gibt es da schon die Möglichkeit, diese Premium-Munition für Credits zu kaufen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, man sollte nicht sparen. Und in anderen Spielen ist das, wie gesagt, auch überhaupt gar kein Thema. Also ich habe ja lange Zeit noch Tarkov nebenbei gespielt und da war es selbstverständlich, dass man, wenn man sich das leisten konnte, die teuerste Munition gekauft hat, um den größtmöglichen Erfolg zu haben und die meisten Body Armors, die es da im Spiel gibt, zu durchschlagen. Ähnlich ist das auch in World of Tanks. Warum sollte man, wenn ihr jetzt davon ausgeht, es geht hier um euren Erfolg, es geht hier um euer Überleben, natürlich nur virtuell, aber ihr würdet ja auch nicht an der Munition sparen aus irgendwelchen Sportlichkeitsgründen oder was auch immer, sondern ihr würdet ja versuchen, euren Panzer, euer Erfolgserlebnis und vor allem eure Erfolgsaussichten so optimal wie möglich zu gestalten. Also gehört da in meinen Augen auch dazu, dass ihr euer Munitionssetup so auswählt, dass ihr immer in der Lage seid, die Gegner auch zu bekämpfen. Jetzt ist es in World of Tanks ja auch noch so, und das ist ein Punkt, den ich ja auch schon lange mittlerweile kritisiere. Ich bin jetzt schon bestimmt seit über 1,5 Jahren dafür, dass von dem +2 Matchmaking abgewichen wird. Wir haben jetzt hier gerade so ein +2 Matchmaking, wo wir mit unserem 8er gegen 9er und 10er antreten müssen. Und auch dieses Thema ist ja nach wie vor in World of Tanks präsent. Das heißt, ihr, wenn ihr nicht gerade 9er oder 10er fahrt, seid ihr regelmäßig damit konfrontiert, mit euren Panzern gegen Panzer anzutreten, die 2 Stufen über euch sind. Was macht ihr da mit eurer Standardmunition?
nichts. Dann gibt es noch genug alte Relikte im Forschungsbaum. Die amerikanische Medium-Reihe, die fällt mir dazu ein. T-20, Pershing, M-46 Patton. Die sind von vorne bis hinten eigentlich so, dass man mit Standardmunition nicht wirklich weit kommt. Die Panzer an sich schon von der Leistungsfähigkeit her relativ archiviert und dann noch mit sehr, sehr schlechter Standardmunition für die jeweiligen Tierstufen. Da kommt man halt relativ schnell an seine Grenzen. Mittlerweile ist es so, auf Tier 8 kann man ungefähr sagen, 210 bis 220 mm Durchschlag ist eigentlich schon Standard auf Tier 8. Und wenn ihr dann mit einem Panzer daherkommt, der, 190 mm Durchschlagskraft hat und dann auch noch eine sehr, sehr langsam fliegende AP, es geht ja nicht nur immer um die Durchschlagswerte, sondern bei sowas wie der APCR habt ihr dann auch häufig noch eine höhere Shell Velocity, eine höhere Fluggeschwindigkeit. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich den E-75 fast ausschließlich mit APCR fahre, weil ich damit auch durch alle Wände durchschießen kann und ich kann auch noch auf Distanz sicher sein, dass die Schüsse sitzen. Also auch dieses Thema haben wir, dass wir regelmäßig dazu gezwungen werden, gegen plus 2 anzutreten, wobei ich da, wie gesagt, der Meinung bin, das ist so eine Sache, die sollte dringend überarbeitet und überdacht werden. Dann könnte man vielleicht auch von der Menge an Premium-Munition ein bisschen runtergehen. Meinetwegen könnte man auch die Premium-Munition limitieren für alle. Aber dann muss man halt schauen, ob man wirklich solche Panzerungstypen wie einen Minotauro, wie einen Kranwahn, wie einen, you name it. Also da sind so viele Panzer im Spiel, auch 279, was man mit Standardmunition frontal kaum besiegen kann. Chieftain, wie gesagt, da gibt es eine ganze, ganze Menge an Fahrzeugen, die man dann balancen müsste. Und deswegen ist es wahrscheinlich einfacher für Wargaming, die Munition erstmal so zu lassen, wie sie ist. Und ich halte das auch durchaus für vertretbar. Und dann muss der ein oder andere halt wirklich sich mal überlegen, ob er nicht hingeht und sich mit seinen Premium-Fahrzeugen die Panzer oder beziehungsweise die Credits verdient und dann aber ab der Stufe 8, 9 und 10 bei Forschungsbaum-Fahrzeugen einfach nicht mehr sparen. Wenn ihr trotzdem sagt, ey, ich möchte Sparfuchs sein, wie auch immer, dann ist das euch überlassen, aber dann dürft ihr ehrlicherweise euch auch nicht darüber beschweren, dass eure Gefechtsergebnisse regelmäßig wahrscheinlich schlechter ausfallen, weil ihr halt an Panzern scheitert, an denen ihr nicht scheitern würdet, wenn ihr euch dazu entscheiden würdet, die 2 zu drücken. Ich weiß, da werden jetzt einige Hasskommentare kommen, da werden jetzt einige Leute auch sagen, du bist völlig abgehoben, aber ich denke, die Leute, die sich mal die ruhige Minute nehmen, darüber nachdenken, die werden verstehen, was ich jetzt gerade versucht habe, euch mitzugeben. Und wie gesagt, es gibt genug Fahrzeuge, die man bekommen kann für Anleihen, wo man keine Premium-Munition in großem Sinne braucht oder im großen Stile, wie zum Beispiel hier der T-103, Su 130 PM, Skorpion sind auch so Panzer. Gibt genug, die auch sehr gut mit Standardmunition funktionieren. Progetto 46, um mal ein paar Premium-Panzer zu nennen, mit denen ich meine Credits verdiene. Und dann mache ich halt mal einen Abend nur Credit-Farmen, um dann die nächsten Abende wieder meine 9er, 10er ausfahren zu können, ohne dabei die ganze Zeit auf das Minus zu achten, was ich mache. Damit solltet ihr euch ehrlicherweise nicht auseinandersetzen, sondern ihr solltet vor allem gucken, dass ihr euch selbst die größtmöglichen Erfolgsaussichten generiert. Ja, und kommen wir nochmal ganz kurz auf die Postgame-Stats zu sprechen. Erste Klasse auf Murowanka mit dem T-103, Unterstützermedaille Großkaliber, also hier durch diese Medaillen 25 Anleihen verdient, 5626 Schaden, 3 Kills, gucken wir hier ganz kurz drauf. Ich denke, man kann hier durchaus von einem Carry sprechen, 1325 Basis-XP. Man sieht auch an den Basis-XP, wie stark dieser Panzer eigentlich auch gefahren wird. Ne? 1325 Basis-XP, gerade mal erster Klasse. Und das ist ein Premium-Panzer, den doch schon mittlerweile recht viele haben, dadurch, dass er auch im Anleihen-Shop ist. Und jetzt werden ihn wahrscheinlich noch mehr haben, weil diese 21 Euro ist wirklich schon ein sehr faires Angebot, muss man sagen. 19 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 14 Mal penetriert, 166.000 Credits in 8 Minuten. Das ist auf jeden Fall sportlich. Nächste Woche startet ja auch Frontline wieder. Da wird es auch viele geben, die Frontline ausschließlich spielen, um Credits zu verdienen. Das ist zum Beispiel dann wieder ein Modus, wo ich der Meinung bin, es macht überhaupt
gar keinen Sinn, die 2 zu drücken, weil es weder um Gunmax geht, es geht nicht um WN8, es geht nicht um eure Siegrate auf dem Account. Frontline ist wirklich so ein Modus, den kann man durchaus nutzen, einfach nur um Credits zu grinden oder Grinds durchzuziehen auf Stufe 8, die man nicht leiden kann. Und da kann man auch unfassbar gut Credits verdienen. Ich persönlich sage, mein Schnitt ist im Random noch ein bisschen besser, deswegen fahre ich lieber Randoms. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Stats aus irgendwelchen Gründen nicht verhauen wollt, dann denke ich, ist das auch ein Modus, wo ihr sehr gut Credits verdienen könnt, um dann in den Randoms häufiger mal auf die 2 drücken zu dürfen. Die zweite Runde war ein Panzerass, 4730 Schaden, 4 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf, 1430 Basis-XP, das reicht schon, um einen Panzerass zu machen. 18 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 14 Mal penetriert. Weil wir jetzt hier ein bisschen Premium-Munition genutzt haben, ich denke, gegen 9er und 10er ist das durchaus legitim. Immer noch 118.000 Credits in 7 Minuten und 42, die wir gelebt haben, verdient. 13 Minuten ging die Runde dann noch. Unser Team hat das noch gewonnen, auch wenn es kurz nicht danach aussah. Aber ich denke, wir haben als 8er schon ganz gut unseren Dienst da in der Stadt gemacht. 10er bekämpft, 9er bekämpft, 8er, 10er, 8er, 9er, 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 10er. Ja. Also ich glaube, dass wir da ganz gut mitgehalten haben und ich glaube auch, dass diese beiden Replays durchaus gezeigt haben, dass der T-103 einfach ein Panzer ist, den man auf dem Schirm haben sollte. Und in dem Sinne, ich weiß, es wird nicht so vielen gefallen, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr werdet mich jedenfalls nicht davon abbringen, weiterhin im 9er und 10er Bereich auch die Premium-Munition zu nutzen und ich versuche einfach nur, euch ein bisschen zu helfen, damit euer Spielerlebnis ebenfalls besser wird. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!